Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Strand Deep, eine neue Aufnahmesession. Ach ja, ich bin hier auf der kleinen Nachbarinsel, auf der immer die Krabben und die Schlangen waren, also eine Insel weiter im Norden. Und habe schon ein bisschen gefarmt. Und habe hier auch ein Feuerchen hingesetzt. Ich wollte mir jetzt noch schnell was zu essen machen. Denn so ein bisschen Hunger und Durst hätte ich schon. Ich habe die Insel soweit abgefarmt. Ich habe hier alle möglichen diese Setzlinge gesammelt und daraus dann wieder Munition gemacht, weil da haben wir in der letzten Folge mit angefangen. Wir haben jetzt 34 von diesen Harpunenspießen. Ich weiß nicht, ob das langt für den Boss oder für eine der Endgegner. Ich wollte jetzt ein letztes Mal über die Insel gehen, um zu schauen, ob hier eventuell über Nacht was gespawnt ist. Aber das sieht nicht so aus. Denn es war bis jetzt immer so, wenn der Spielstand geladen worden ist, beziehungsweise ich habe ja meistens auf der Heimatinsel abgespeichert. Da bin ich hierher zurückgefahren und dann war irgendwie wieder alles da. Also sämtliche Palmen und alles, was hier so gesetzt ist, das Babyschwein, ja. Aber ich sehe hier leider keine Setzlinge mehr. Ich gehe mal fest davon aus, dass er immer die Insel speichert oder komplett speichert, auf der man sich gerade befindet. Und dass andere Inseln dann in dem Moment zurückgesetzt werden. Von daher, jo. So, ich will mir nur kurz was braten. Ein Frühstück. Da werde ich mal ein Schwein, Quatsch, das ist ja gar nicht richtig. Werde ich mal ein Schwein hier verschwenden in dem Sinne, weil ich nicht vorhabe zurückzufahren und somit das Fleisch noch vergammeln wird. Und ich jetzt auch kein Segel habe, keinen Stoff habe, um hier einen Räucherofen hinzubasteln. Von daher, ja. So, wir basteln uns jetzt erstmal einen Anzünder und werden hier das Feuer anmachen. Ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben. Früher war es immer so, dass man sich sehr häufig verbrannt hat und hier in dem Fall war es jetzt so, dass ich eigentlich bei jedem Mal, also mich noch kein einziges Mal verbrannt habe. So, kein Platz. Ja gut, dann so. Meerschweinchen, wir werden auch dein Leder mitnehmen. Ich glaube, wir haben Material, haben wir wirklich genügend. Also wie gesagt, ich befinde mich nördlich von unserer Heimatinsel. Und der eine Bossgegner befindet sich praktisch westlich von hier, beziehungsweise leicht nordwestlich. Also von dem Flugzeugträger aus absolut westlich. So, ich bin sehr gespannt. Ich bin mir nicht sicher, ob die die Pfeile ausreichen werden. Das wird natürlich jetzt spannend. Also notwendig noch ein paar andere Pfeile reinballern. Und jetzt gibt es hier... Okay, dann lassen wir das Messer fallen. Und das lassen wir fallen. Okay. Jetzt sind wir voll. Dann haben wir noch ein paar Palmwedel drauf. Und dann gehe ich noch einmal quer über die Insel. Und dann sollte auch das Fleisch eigentlich fertig sein. Ich glaube, hier im Spiel verkohlt es ja nicht, ne? Ich bin jetzt die ganze Zeit in Valheim unterwegs. Muss auch sagen, dass wenn so ein Spiel wie Valheim auftaucht oder wenn so ein Spiel halt akut ist und es macht halt derzeit richtig Laune, dann ist es halt... Dann hast du auch kaum Bock irgendwie auf was anderes. Also mir geht es zumindest so, oh, da ist ja noch ein Stein verkommen. War ich schon mal dazwischen? Hab ich noch gar nicht gesehen. Ach, hier ist ein Durchgang. Ach ja. Das wusste ich gar nicht, dass man hier durchgehen kann. Sehe ich jetzt zum ersten Mal. Den Stein würde ich schon ganz gerne mitnehmen, weil das ist relativ selten. Weil das, weißt du was, das bauen wir jetzt noch ab. Ich wollte es vielleicht... Eigentlich wollte ich direkt losfahren. Oh, da ist der erste Palmsetzling gespawnt. Vielleicht finden wir noch mehr. Aber ich will auch genügend Pfeile haben. Also jemand sagte, er hätte irgendwie 2,5 Stacks dabei. Aber wisst ihr, wie viel das ist? Boah. Wie viel Seil man da herstellen muss, also das ist schon Wahnsinn. Fleisch groß, immer noch am Braten. Jetzt wollte ich die Spitzhacke, wollte ich. Achso, da kann ich ja nochmal, kann ich noch was verladen? Jo, den Stein zum Beispiel, den wir hier schon haben. So. Die Kisten hatte ich schon alle voll mit Holz. Die habe ich habe über Nacht hier gefarmt, dann kam ein großes Gewitter und... Dann hatte ich irgendwie gedacht, okay, bleibst halt eine Nacht hier. Okay, ist der Hai unterwegs, aber da kümmere ich mich jetzt nicht drum.
So, die Spitzhacke, die müsste sich dort befinden. Hi, nee, auf die habe ich keinen Bock, mein Freund. Ist das Fleisch fertig? Haben wir? Nee, immer noch nicht. So ein bisschen warten. Dann hatte ich hier, als ich gefarmt habe, ich habe gerade die Aufnahmesession gestartet, habe ich hier so eine Pipi-Plant noch gefunden, habe mir direkt ein Gegengift gemacht. Und renn aufs Boot und renn wieder direkt in die, in so einen scheiß Seestern rein. Also wenn der Boss nicht ist, der mich killt, dann ist es auf jeden Fall hier die Seesterne. Tja, Valheim ist im Moment dominant, damit hatte ich ja gerade den Satz begonnen. Ein fantastisches Spiel, das ist einfach der absolute Kracher, was das Spiel macht und wie das funktioniert, zumindest bei mir. Und bei vielen anderen Spielern ja auch, also es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Geschichte wäre, für die ich nur schwärme, sondern meine Frau ist drauf und dran und zockt die ganze Zeit, im Stream überall. Ich glaube, über 1 Million Verkäufe hat Valheim jetzt gemacht. Das ist echt der Oberkracher für so ein Early Access und freut mich natürlich für den Entwickler, insbesondere, weil es ein Mann-Entwickler war bzw. ist und der hat jetzt, glaube ich, ein paar Mitarbeiter zubekommen und halt einen großen Publisher, was heißt einen großen Publisher, also einen Publisher wie Coffee Stain an seiner Seite. Ja. Aber Stranded Deep ist auch schön. Ich meine, Stranded Deep ist Sonne, ne? Stranded Deep ist der Sommer, der uns fehlt aktuell bei der ganzen Kälte draußen. Wenn man jetzt hier so rumläuft, denkt man sich auch, ja, hier könnte man mal sein. Aber nichtsdestotrotz, wenn andere Spiele gerade richtig Bock machen, dann fällt es mir persönlich immer schwer, dann zu sagen, oh, jetzt muss ich wieder an den Strand. Was muss ich ja nicht. Weil für euch wäre es natürlich schade, wenn das Let's Play dann erstmal dann ausfällt oder pausiert ist, ne? Mal eine Kokosnuss müssen wir aber essen können. Oder? Wobei das Fleisch müsste mittlerweile auch gar sein. Ich gucke jetzt. Ich will jetzt hier auch nicht lang rumlabern und nicht auf die Folter spannen. Ich will jetzt versuchen, den Bossgegner dazu schaffen. Fleisch groß. Immer noch nicht fertig. Sag mal, wie lang brät denn der Kram? Immer nicht, okay. Gut, dann packen wir mal den Stein an Bord. Muss ich mir eigentlich irgendwie einen Köder mitnehmen? Was ist das für ein Rumgehampel gewesen für den Boss? So, hier kann noch einer rein. Da haben wir noch. Ne, haben wir nicht. Dann haben wir hier 4 und sonst hatten wir keine mehr, ne? Komm her. Dann kommt der eine noch rein. Also ein Setzling wäre noch cool. Dann hätten wir nämlich noch ein Seil fertig. Ach, schön hier, oder? Das blaue Wasser. Wenn ich wüsste, dass hier Haie drin rumschwimmen. Fleisch groß. Jetzt wird doch mal fertig, Fleisch. Ich will wieder Essen nachlegen. Da ist fertig. Okay. Frühstück. Hängen wir das nächste drauf. So. Jetzt geht es uns doch eigentlich ganz gut, ne? Yo. Weißt du was? Bevor ich hier wieder in so einen komischen Seestern rein hupfe. Da ist doch noch. Ach Mensch, ich habe ja noch einen hingelegt gehabt. Ich glaube, uns fehlt ein Holz. So. Ja, damit haben wir 35. Reicht das? 35 Pfeile für so einen Boss? Ich meine, ich werde jetzt hier auch nicht mehr finden, ne? Oder ist da, was sind das hier, diese drei Dinger? Ach genau, noch etwas. Da war jemand sehr aufmerksam. Als ich letztes Mal die Harpune gebaut habe, hat jemand am Himmel Kondensstreifen gesehen. Konnte ich dann nur bestätigen. Habe ich dann auch gesehen in der Aufnahme. Mir selber ist es während der Aufnahme überhaupt nicht aufgefallen. Die scheinen ab und zu Flugzeuge zu kreuzen. Ich habe das schon überlegt, wenn man dann die Signalpistole abschießt, ob man dann gerettet wird direkt. Spiel zu Ende. Dumm, dumm, dumm. Wer weiß. So. Warten wir das jetzt noch ab? Ich würde gerne das Fleisch mitnehmen. Also zumindest das eine gebratene. Ich laufe nochmal ganz schnell über die Insel. Was sind das für Pflanzen? Ich glaube, das sind genau, das sind hier diese Aloe Vera und so weiter. Aloe. Aloe-Pflanzen. Ich glaube, Aloe Vera heißt nur das Produkt. Oh, da ist aber wieder ein Setzling gespawnt. Aber auf jeden Fall kriege ich hier nicht so viele Setzlinge, dass ich hier noch irgendwie 14 Pfeile mache. Das ist utopisch. Da müsste ich 40... Nee, Quatsch. 4 Mal. Ist auf jeden Fall mehr. 52, oder? 4 mal 4, nee, 16, 40, 56 Dinger finden.
Nee, ich glaube, die wachsen dann nur relativ langsam nach oder zumindest noch einen Tag mehr. Ich glaube, das können wir vergessen. So. Ja, gut. Dann fahren wir jetzt los. Schon 10 Minuten hier gelabert und ein bisschen Fisch gebraten und so über Valheim geschwärmt. Nee. Du willst mich. Ich hab. Also. Ich habe zum Beginn. Wie viel haben wir denn? Ich habe zu Beginn der Aufnahme erst ein Unwetter hinter mir. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt bei diesem Unwetter loszufahren, habe ich ja irgendwie gar keinen Bock. Das Fleisch ist auch fertig. Moment, ist das jetzt. Ist das Fleisch groß? Ne, das ist noch nicht fertig. Ich hatte gedacht, ich hätte hier die finale Klinge gehört. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt geht's Gewitter los. Ich wollte doch gerade losfahren, Leute. Also. Folgendes. Ich habe jetzt keinen Bock, bei diesem Unwetter loszufahren. Da war eben erst ein Gewitter. Ich will mich doch verarschen. Mein Floß tanzt hier auf den Wellen. Ich würde sagen, ich farm dann einfach noch ein bisschen Holz, mache noch den Rest der Kisten voll, aber das mache ich ohne euch, oder? Sonst wartet ihr die Folge wieder darauf, dass ich den Bossgegner bekämpfe und wir kriegen es nicht hin. Jo. Jo, ist ja gut. Danke nochmal. Bedankt euch hier bei dem Spielegott. Wir sehen uns gleich wieder. Wir machen kurz einen Cut, wenn das Gewitter zu Ende ist. Bis gleich. So, jetzt schönen guten Morgen nochmal hier aus dieser Folge. Einen weiteren Tag habe ich rumgebracht. Nehmen wir das Fleisch mit? Jo, warum nicht? So, wir haben leider nur weiterhin die 31. Es sind nicht mehr geworden. Jetzt mache ich mich auf den Weg, damit ich hier endlich versuchen kann, den ersten Boss zu killen. Den Rest lasse ich einfach hier alles hier. Das passt schon soweit. So, wir müssen jetzt ganz leicht, wo ist unser Kompass? Ja, so nordwestlich. Das ist aber eigentlich schon richtig die Richtung. Man müsste dann ja irgendwann am Horizont so eine Boje auftauchen. So war es zumindest früher. Ich steuere nochmal so leicht nach links. Da müsste man eigentlich drauf zusteuern. Guck nochmal. Ja, eigentlich noch viel weiter rüber. So. Also man müsste in der Flucht, müsste man links eine Insel sehen. Wir fahren einfach mal in diese Richtung. Ich bin sehr gespannt. Ich habe abgespeichert. Ich habe überlegt, ob ich auf dem Boot nochmal speichere. Ich habe ja mein Klappbett dabei. Und wir haben auch hier irgendwie einen Kompass. Auch so ein Kompass. Wo ist er denn? Da. Irgendwas schwimmt mit uns mit. Da hinten ist eine Insel, genau. Und wir müssten von unserer Insel. Ich sehe keine mehr, ne. Tja, ich weiß nicht genau. Da ist doch was. Da habe ich gerade was gesehen am Horizont. Oder? Da ist die Insel, genau. Okay, und leicht rechts davon, ja. Das müsste doch dann passen, die Richtung. Ich will ja mal das Fernglas nehmen. Kann man da irgendwie ranzoomen? Das ist doch nicht wesentlich näher, oder? Da ist die Insel. Ist doch nicht wesentlich näher, aber wozu ist denn dieses Fernglas? Wenn wir jetzt hier. Hier los, wieso habe ich so ein Zittern? Wegen Fahren wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier gucke. Weiß ich nicht. Was mache ich mit links? Gar nichts. Also Fernglas für den Bob ist, sage ich jetzt mal. So, wo ist denn die Insel? Da ist die Insel. Da müsste man eigentlich direkt drauf zufahren, würde ich mal behaupten. So, packen wir das mal weg, weil das Fernglas ist ja echt nix. Machen wir hier das Licht an. Nur falls wir dann irgendwie das Floß wieder finden müssen. Da ist der Flugzeugträger. Ah, ist doch was da, meine ich. Habe ich was gesehen eben. Warte mal. Mal so ein bisschen, leider sieht man das so schlecht, ein bisschen beidrehen. So hätte ich gesagt. Hm.
dachte, irgendwas eben gesehen zu haben aus dem Augenwinkel. Aber es muss ein gutes Stück sein. Also wenn ich gucke, die Entfernung von unserer Heimatinsel zu dieser... Da ist es doch. Da vorne. Da. Da ist die Boje. Nice. Und ich würde sagen, wir halten dort an. Wir setzen kurz das Bett. Speichern. Und dann werden wir versuchen, mit 34 Pfeilen, was immer uns da erwartet, zu besiegen. Oh Gott, habe ich eigentlich... Ich habe überhaupt gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Also aus Schiss, ne? Nicht, weil ich es nicht euch gönne, hier mich mimimi schreien zu hören. Aber ich mag einfach nicht im Meer tauchen. Ich hoffe, dass der Boss so auftaucht. So. Der große Abaya. Was ist denn ein Abaya? Okay. Wir hauen mal den Anker raus. Was ist denn ein Abaya? Werden wir gleich erfahren. So. Du kannst hier nicht speichern. Mhm. Die wissen schon warum. Na gut. Dann. Ah, hier ist auch der Punkt jetzt. So. Müssen wir auf das Ding drauf? Wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, das wird nicht. Ich schwimme da jetzt hin. Kommst du jetzt oder muss ich hier irgendwas aktivieren? Hm. Was muss ich hier machen? Muss ich hier einen Schalter drücken oder was? Das Ding anlocken? Da sind Fischis, kleinere. Ein altes Kanonenschiff, wie krass. Mal Luft holen. Ah, jetzt. Hey, wo dann? Oh, da. Eine Morena. Oh, fuck. Oh, fuck. Das Ding schießt auf... Hi. Bist du? Da. Lass mein Floß in Ruhe. Wo ist er denn? Da. Jemand sagte, ich soll sofort ins Wasser, wenn er tot ist. Okay, wir haben die... Alles klar, wir haben die Trophäe bekommen. Flugzeugmotor. Scheiße. Wo sind die Pfeile hin?
Ach, scheiße. Okay, ein paar habe ich noch bekommen. Ich gucke jetzt nochmal hier rein. Ob es hier sonst noch was gibt? Nee. Einfach nur ein leerer Container. Oh, man kann auch durch die Decke gucken. Schade. Stört so ein bisschen die Immersion, aber... Okay, wir haben es geschafft. Okay, wir haben den Flugzeugmotor bekommen, Leute. Ha, ich bin stolz auf mich so ein bisschen. Nice, ich hab's geschafft. So, wie viel haben wir denn verbraucht? Genau, warte mal. Wir gucken nochmal, wie viel wir verbraucht haben. Oh, nur noch 9 Stück. Das heißt, wir haben etwas über ein Stack verbraucht. Und es gingen ein paar Sachen... Ja, ich denke mal, ein Stack pro... pro Boss werden wir brauchen. Aber es ging gut. Also dieser Sprungangriff... Wie viel Energie haben wir verloren? Wir fahren jetzt mal zu dem... zu dem Flugzeugträger zurück. Boah. Bisschen Anspannung gerade gehabt, aber es ging gut. Also dann am Ende, als er da nicht mehr aus dem Wasser gibt, es war ja echt alles easy. So, wie viel haben wir denn? Wie viel... Ach ja, alles gut. Perfekt. Bisschen was essen. Was trinken könnten wir noch. Da. Haben wir uns verdient, würde ich sagen. Ja, sehr nice. Cool. Eine Portion ist da noch drin, das können wir auch lassen. Oh, die Seeschlange. Alter, warte. Naja. Whatever, wir haben ihn besiegt. Müssen wir nicht lange drüber nachdenken jetzt. Ah, schön. Sehr, sehr nice. Okay, also das heißt... bevor wir die anderen Bosse machen, müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge von diesen Seilen und so weiter sammeln. Ach, schade, dass ich da nicht schneller reagiert habe und ins Wasser gehüpft bin. Ja, vor allen Dingen, nee, wir haben mehr verbraucht. Wenn wir jetzt nur 9 eingesammelt haben, ich habe ja, weiß ich nicht, 4, 5 Stück gesammelt von dem Vieh, dann haben wir mehr als ein Stack verbraucht. Na gut. Ja, dann werden wir auf jeden Fall noch ein paar Inseln ansteuern. Um dort noch ein bisschen zu sammeln, beziehungsweise ich... Doch, wir werden einfach noch ein paar andere Inseln ansteuern. Das wird jetzt noch einen Moment dauern, bis wir das hinkriegen, aber wir sind ja noch bei unserer Kartoffelernte und so weiter, um Sprit zu machen. Von daher, und das Boot ist jetzt auch voll. Ich würde sagen, dann begeben wir uns noch ein bisschen auf Erkundungstour. So. Da sind wir. Speer raus. Hier gibt es auch noch Monsieur Riesenkrabbe. Und hoffentlich nicht in irgendeinen scheiß Seeigel rein. Jetzt bin ich echt gespannt. Da ist nämlich einer. Ob wir das Flugzeug dort oben reparieren können. Beziehungsweise den Motor einbauen können ohne Werkzeug. So. Lagere Essen. Da kommt Wasser hin, ne? Da Essen. Soll ich da ein Essen hier lassen? Geht gar nicht. Wie lagert man denn hier Essen oder muss ich... Ah ja, okay. Alles klar. Gut. Motor. Hä, wie funktioniert das? Mit dem Hammer? Ah, ich habe keinen Hammer dabei. Oder? Oder bin ich an der falschen? Der sagte doch Motor, oder? Feller war es nicht. Motor ist auch nicht. Brauch bestimmt einen Hammer. Brauch bestimmt einen Hammer. Das müssen wir noch schnell probieren. Ich hätte ja fast gesagt, ich springe ja von oben runter, aber das ist, dann breche ich mir wahrscheinlich die Haxen und dann habt ihr euren Spaß. Gut, sorry für die Verzögerung. Aber das will ich jetzt noch wissen. Wenn man Hammer mitgenommen. Ja gut, macht ja Sinn, ne? Ist schon wieder anzuregnen? Nein, nicht dein Ernst.
Mann, was eine Verzögerung. Jetzt habe ich hier die ganze Fahrt darüber noch verlabert. Jetzt stehe ich oben ohne Hammer da. Jetzt bauen wir die... Was ist mit mir los? Mir geht's doch gut. Wieso baut er so langsam die Ausdauer auf? Schade. So, jetzt im Vollgas. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass ich einen Motor in der Tasche habe. Habe ich aber nicht. Repariere den Flugzeugrotor. Propeller. Motor. Okay. Da muss ich nochmal recherchieren. Oder muss ich hier irgendwie... Muss ich vielleicht so ein Ding herstellen? Warte mal. Nee, das ist vom Heli für den Gyrokopter. Hm. Basenbau. Essen. Flugzeug. Ah, da. Ah, wurde im Rucksack verpackt. Alles klar. Und jetzt? Ah, da. Sehr nice. Motor ist repariert. Den muss man praktisch aus dem Menü holen. Dann gib mir die anderen Sachen doch auch aus dem Inventar. Da müssen wir doch nicht lange rummachen, oder? Was gibt denn hier die... Ach, das ist die Trophäe. Ha, jetzt habe ich... für zu Hause, die hängen wir dann auf. Coole Sache. So, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder von Stranded Deep. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir werden die Trophäe aufhängen. Der Motor ist repariert. Das freut mich natürlich sehr. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.